Es ist ein bisschen wärmer geworden. 3,2 Grad Lufttemperatur, Schnee so um 0 Grad. Arndt, was hast du für einen Eindruck? Die deutschen Männer haben ja vorhin fast euphorisch über die Ski gesprochen. Wie ist dein Eindruck von der Strecke? Du warst heute Morgen auch draußen. Ja, es hat heute Nacht nicht durchgefroren. Dadurch ist die Strecke wirklich ein bisschen weicher an manchen Stellen. Man hat es vorhin in der 90-Grad-Kehre in Richtung Tunnel gesehen. Da sind einige Athleten ja, gestrauchelt und auch gestürzt. Es ist nicht ganz leicht zu laufen. Die Stöcke sinken etwas ein. Es ist ja, keine leichten Bedingungen, aber das Setup scheint zu funktionieren. Selina Grotian, das erste Mal als Startläuferin. Es ist ja ihre zweite Staffel überhaupt. Juniorenweltmeisterschaften letztes Jahr, da hat sie Gold gewonnen, als Schlussläuferin allerdings mit Selina Kastel, Johanna Puff und Marlene Fichtner. Und nun im Weltcup ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Läuft sie natürlich erstmal nicht auf der Schlussposition, sondern heute eben als Startläuferin. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Typfrage. Mag man das, so eng mit den anderen zu laufen, mitzuschwimmen, um die Position zu kämpfen? Also es gibt ja viele, die das mögen und das ist ja so richtig das Racing-Feeling, was viele, ja, dem sie nacheifern. Und das ist, ja, glaube ich, eine schöne Position, um viel zu lernen im Weltcup. An der Spitze Juni Arnekleiv, die Norwegerin, die ja im Sprint in Östersund in der vergangenen Woche schon mal auf dem Podest stand. Dahinter Anna Magnusson aus Schweden und Selina Grotian dort im vorderen Drittel des Feldes unterwegs. Ihr kommt natürlich zugute, dass sie wirklich eine gute Läuferin ist, Selina Grotian, im Vergleich zu den anderen. Das heißt, sie wird jetzt nicht so den Stress haben, auf der ersten Runde da mitzukommen und kann sich wirklich auf gute Schießeinlagen konzentrieren. Da sehen wir Selina Grotian. Ja, und heute sehen wir zwar einen ganz anderen Gesicht, aber natürlich die deutschen Frauenstaffeln. Drei Stammläuferinnen sind sozusagen weg. Vanessa Hinz und Denise Hermann-Wick haben ihre Karrieren beendet. Jetzt ist Franziska Preuß erkrankt. Das waren natürlich in den letzten Jahren immer drei schon, die diese deutschen Staffeln geprägt haben. Jetzt werden es andere richten in Zukunft. Franziska Preuß natürlich hoffentlich dann demnächst wieder dabei. Ja, das wäre zu hoffen, dass sie bald in Oberhof steht, ja, die nächste Staffel an. Bis dahin sollte sie doch wieder fit sein. Relativ lang auseinandergezogen schon das Feld. Ja, ich würde auch sagen, da ist ganz gut Zug drin gerade. Wieder ruhiger, sauber beim Abfahrt, super gemacht. Der Wind aktuell 0, nur mal anschauen. Konsequent da, wieder ruhig, gell? Abfahrt vorbeischießen, super. Und vorbei, auf geht's. Ja, Abfahrt vorbeischießen, das ist das Selbstbewusstsein der Deutschen. Die wissen, sie haben hier gutes Material. Und hier schon die kleine Information rausgefunkt dann an Christian Mehringer. Kein Wind am Schießstand. Das war ja beim Anschießen eben auch schon so. Bedingungen eigentlich ganz gut. Ahnt vielleicht noch mal ein kurzer Rückblick aufs Männerrennen eben. Da hat ja im Liegendanschlag Jakob Fack fünfmal daneben geschossen und dann auch alle drei Nachlader daneben geschossen. Der hatte in der Mitte des Schießstandes angeschossen, war dann durch den Rennverlauf ein bisschen weiter vorne zum Liegenschießen gekommen. Und Rico Groß hat mir gesagt, alle seine Fehler waren auf den Punkt rechts tief. Also er hat eigentlich gut geschossen, trotzdem daneben. Ja, die Windverhältnisse sind weiter vorne, andere als in der Mitte des Schießstandes. Der Wind hat andere Auswirkungen auf die Projektile. Und normalerweise muss man dann natürlich irgendwann reagieren. Wenn ich merke, ich schieße ein, zwei, drei Fehler, dann muss ich ja irgendwas an meinem Setup ändern, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein gutes Zielbild gedrückt. Manchmal dreht man natürlich in die falsche Richtung, kann passieren, aber mich wundert, dass er gar nicht reagiert hat anscheinend. Ja, ja, und wie ist es regeltechnisch? Es gibt eine Bahn, die jeder Nation zugeordnet ist beim Anschießen, aber man kann auch mal in der Mitte oder woanders schießen, um es zu testen, wenn man mal freundlich nachfragt. Ja, wenn man mal freundlich fragt, aber das ist eigentlich unüblich. Normalerweise haben Nationen zwei Stände, man kann auch mal hinten schießen auf dem zweiten Stand, aber ich kann, ja, da muss ich schon die andere Nation fragen. Ich kann mich nicht einfach vorne mal auf die drei legen und ein paar Schuss machen, denn das ist der Stand einer anderen Nation, in dem Fall von Deutschland gewesen. Und jetzt wird es so sein, beim ersten Schießen, da gehen sie dahin, wo sie angeschossen haben, auf die Bahn, die der Startnummer entspricht. Das wird sich dann im Laufe des Rennens womöglich ändern. Da sollte es also passen mit der Einstellung und den Windverhältnissen. Denn sie haben sich nicht geändert im Vergleich zum Anschießen. Genau, leichter Hauch von rechts ist drin. Da sehen Sie es, der Blick auf die Windfahnen von Juni Arnekleiv im Anlauf an den Schießstand.
Herzlichen Glückwunsch, Sigi Mase, der Trainer der Norweger, wird heute 46 Jahre alt. Sieht deutlich jünger aus, finde ich. Kann man drüber streiten. Oh, gut. Magnusson mit schnellen Schüssen. Und Grotian braucht keine Nachlader. Auch Arne Kleif geht fehlerlos raus. Und viele, viele brauchen Nachlader hier. Gigonard ohne Fehler, die Französin. Aber das war natürlich erstmal stark von Celina Grotian. Denn eigentlich ist das Liegenschießen so ein bisschen ihre Schwäche. Jetzt aber geht sie gemeinsam mit Juni Arne Kleif auf die zweite Runde. Optimaler Einstieg. Tamara Steiner, Magnusson, Gigonard. 23,2 Sekunden hat sie geschossen. Hat sie mich jetzt wirklich ein bisschen überrascht, dass sie da so zügig war. Und natürlich optimaler Einstieg in das Rennen jetzt. Schneller als alle anderen. Wir dürfen jetzt nehmen, wenn es im Schluss steht. Das wäre okay. Da sieht man, dass manche Athletinnen doch noch gerastet haben. Das heißt, sie haben die Einstellung des Diopters ein wenig verändert. Die Visierlinie wird ja gebildet zwischen dem Diopter, den Korntunnel vorne auf dem Lauf, hinten Richtung Ziel. Und die wird eben vor dem Rennen eingestellt. Das waren die Scheiben von Juni Arne Kleif. Und hier ist Celina Grotian. Na, schwer zu erkennen durch das Schattenbild. Wirkt sehr ruhig, auch beim Repetieren. Schnell wieder am Druckpunkt, schnell am Abzug. Ordentliche Trefferlage. Wirklich gutes Liegenschießen. Sind zu zweit rausgegangen, Grotian und Arne Kleif. Dahinter eine Gruppe mit der Österreicherin Steiner, dann Anna Magnusson, der Schwedin, die Französin Gigonard. Dann kommt die Slowenin Repinc. Und das ist das Führungsduo jetzt vorne. Juni Arne Kleif und Celina Grotian. Arne Kleif ist ein wenig stärker im Laufen, aber ich glaube, jetzt auf so einer 2-Kilometer-Runde kann sich, glaube ich, Celina Grotian da ganz gut hinten ranhängen. Dahinter sehen wir die zweite Gruppe. 6 Sekunden Rückstand hatten die nach dem Schießen. Und man muss natürlich da eine Entscheidung treffen. Bis zu welchem Punkt laufe ich mit, um den Vorteil zu haben, einen Zug zu haben? Oder sage ich, ich gehe dann doch lieber raus, laufe mein Tempo, um sicheres Stehenschießen bieten zu können. Anna Magnusson hinten sieht gut aus. Scheint sich so ein bisschen ranzunähern an Celina Grotian. Schneller als Gigonard. Übrigens die Schwester von Antonin Gigonard. War zweite letztes Jahr im IBU Cup in der Gesamtwertung. Aber wie gesagt, hier eigentlich nur nachgerutscht. Eine Schießmaschine, sagt Cyril Bourdet, der Trainer der Franzosen, über Gilon Gigonard. Ja, hat ja auch noch keinen Fehler liegen geschossen. Jetzt setzt Louis Chevalier, die auch erkrankt ist hier in der Staffel und hat den Vorzug bekommen vor Sophie Chauveau. Also Kompliment auch für Gilon Gigonard. Erste Staffel für sie. Ja, da hat sie schon zu tun, damit zu laufen. Also das Tempo scheint hier auch hoch zu sein. Ist die Kurve aber wirklich gut gefahren. Sehr gut. Und 3-1. Jawohl. Ja, super so, Schweden ist langsamer sogar, optimal. Runde, also Abstand auf die Schweden, um eine Sekunde ausgebaut. Perfekter Start, oder? Super. Kurz am Anstieg hat Arne Kleif noch mal ein bisschen die Lücke größer gemacht zu Celina Grotian. Ja, da sehen Sie es. Abstand wird ein bisschen größer jetzt, aber du hast es angedeutet, Arndt. Das ist ja auch dann möglicherweise eine Entscheidung, die man treffen muss, zu sagen, ich laufe mein Tempo dorthin zum zweiten Schießen. Ja, man darf sich da nicht von der Euphorie dazu verleiten lassen, da mitzulaufen. Man neigt natürlich ein bisschen dazu, aber es ist clever, da das eigene Tempo zu laufen. Und in der Schlussrunde ist noch genug Gelegenheit, sich voll auszubauen. Ein bisschen mit David Zobel heute beim Männerrennen. Ne? Mit einem sehr guten Ski hat dort die schnellste erste, die schnellste zweite Runde gelaufen und dann mit einer Strafrunde das teuer bezahlt im Stehendanschlag.
Und hier sieht man, dass die Frauen etwas kürzer den Anstieg hochlaufen. Hier wird schon links abgebogen, wie gestern im Verfolgungsrennen. Schöne Perspektive und dann geht es geradeaus durch die Tunnel durch in den Schießstand. Ja, wunderbare Aufnahmen hier mit der Drohne. Liebe Zuschauer, wenn Sie wissen wollen, wie eigentlich Biathlon ins Fernsehen kommt, Arndt Peiffer war ein bisschen unterwegs auf dem Instagram-Kanal der Sportschau. Da gibt es eine Story, die ist online. Und da erfahren Sie ein bisschen was, was hinter den Kulissen bei uns passiert. Kann ich Ihnen empfehlen. Gucken Sie sich das jetzt an, wenn Sie mögen. Ja, die Französinnen hier mit einem guten Ski. Fährt da auch deutlich weiter als die anderen. Und man hat im Moment den Eindruck, dass die großen Nationen einen gewissen Vorteil haben, was das Skimaterial angeht. Aufgrund der Manpower, des Budgets, schnellere Entwicklungsarbeit bei flurfreien Wachsen möglicherweise. Und jetzt kommen sie zu dritt mit einem kleinen Abstand. Schwedinnen bei der Erwärmung, Mona Brosson, die zweite Läuferin, Juni Arnekleif, dahinter Selina Grotian und dann Anna Magnusson. Und dann die große Gruppe der Verfolgerin. Arnekleif beginnt mit einem Treffer. Fehler Arnekleif, Fehler Grotian. Drei Nachlader gibt es jeweils. Beide brauchen einen, auch Magnusson. Gut nachgeladen. Und sie ist fertig als erstes. Selina Grotian geht als erste raus auf die Runde. Und Arnekleif wartet lange. Jetzt kommt Magnusson, jetzt kommt Arnekleif. Also Schweden und Norwegen, auch Italien, Slowenien und Österreich auf der Jagd nach Selina Grotian. Die 19-Jährige führt hier das Feld an auf der Schlussrunde. 6 Sekunden der Abstand. Und jetzt braucht sie sich gar nichts mehr einzuteilen. Jetzt muss sie 2 Kilometer Vollgas laufen. Jetzt kann sie zünden. 29 Sekunden geschossen, trotz des Nachladers. Also eine klasse Leistung heute am Schießstand. Und sie hat es eben clever gemacht. Nicht übertrieben in der zweiten Runde, geliefert beim Stehenschießen. Verdient in Führung. Das ist der Blick auf die Scheiben von Juni Arnekleif. Ja, jetzt muss der Kameramann sich erstmal sortieren. Auch das lernen Sie, wie werden diese kleinen Kameras, die vor den Scheiben stehen, bedient in der Instagram-Story. Jetzt sieht man gleich, wie schnell, gerade war schon weit hoch, aber gleich sehen wir, wie schnell sie nachgeladen hat. Hat auch ein bisschen Glück beim vierten gehabt. Bleibt da schön stabil mit der Schaftkappe in der Schulter. Zack, und dann kommt der Schuss auch ziemlich schnell. Und auch noch ein recht guter. Das hat sie sehr gut gemacht. Janina Hettich-Walz, das ist gleich die nächste. Die Nummer 2 in der deutschen Staffel. So, und jetzt kommt sie gleich an die Zwischenzeit. Und da können wir es auch von oben mal gucken. Wie ist der Abstand? Jetzt ist sie ein bisschen hinter der Grafik verdeckt. Jetzt kommt sie raus. Naja, ein bisschen näher gekommen sind die beiden schon, aber nach wie vor ist sie in Führung. Und manchmal verzerrt es auch ein bisschen, je nachdem, wer gerade schon im Anstieg ist und wer gerade erst in den Anstieg reinläuft. Aber überhaupt kein Problem. Wenn sie jetzt mit der Spitzengruppe übergeben würde, wäre das ja genau die Kernaufgabe des Startläufers. Der Startläufer muss kein Loch reißen, sondern er muss dabei bleiben. Und wenn sie das, wenn ihr das gelänge, wäre das hervorragend. Tamara Steiner, die Österreicherin, hält sich auch gut dort vorne. Die Österreicherin ja mit Anna Juppe, Anna Gantler und Lisa Hauser. Juppe mit einem guten Ergebnis, Anna Gantler mit 2 guten Ergebnissen. Lisa Hauser noch nicht so stabil, aber insgesamt natürlich eine Frau mit Potenzial. Auch eine Staffel, die hier durchaus vorne reinlaufen kann. Wenn Tamara Steiner gut durchkommt. Gut. Hinten ist Norwegen und Schweden, ist fast optimal, gell? Wieder Rübergang und dann ruhig von der Abfahrt wieder raus, gell? Attackieren, ne? Schon dranbleiben, nur mal die letzten Meter. Ja, man sieht hinten schon den Schatten von Juni Arnekleif, da ist sie.
Aber alles nach Plan. Also sie muss da nicht diese 5 Sekunden halten, das erwartet niemand von ihr. Sie ist in Führung, das ist schon der Wahnsinn. Und auch Comola ist gut dabei, die Italienerin, die ja auch in den Einzelrennen noch nicht so zufrieden war bis jetzt. Janina Hettich-Walz, wieder gesund, war ja Anfang der Woche ein bisschen krank. Und das ist die Nummer 2 der Norwegerinnen, Marit Ischulz-Skogan. So, jetzt am Anstieg sind sie schon gemeinsam zu dritt. Und dahinter Comola. Magnus von vorne macht da richtig Betrieb. Und jetzt muss sie versuchen, da dran zu bleiben. Und dann ist es eigentlich eine sehr schöne Ausgangsposition für Janina Hettich-Walz. Kann sich gleich erstmal die erste Runde hinten reinhängen. Niemand erwartet, dass sie die Führungsarbeit macht. Also wenn man es sich aussucht als zweite Läuferin, würde man wahrscheinlich sagen, mit der Führungsgruppe, Tuchfühlung. Guck mal, was Magnus dann auch für gute Ski hat, ja? Ja. Wie sie dort auch weggeht von Arne Kleif. Die kommt nicht vorbei an Celina Grotejan. Und Wahnsinnsgewicht wird sie nicht mitbringen. Das wird nicht der Grund sein, dass sie so weit vorrutscht. Die Hangabtriebskraft spielt da keine Rolle. Die beiden aber wieder dran. Sie kommen zu dritt. Das hat ja Philipp Navrat vorhin nach der Männerstaffel erzählt. Das ist ein bisschen undankbar für ihn, war, dass er so ganz alleine gelaufen ist. Dass es schon auch schön ist in diesem Mann-gegen-Mann-Rennen oder in diesem Fall Frau gegen Frau, wenn man jemanden hat, wo man sich eben mal so ein bisschen dann orientieren kann, wo man mal ein bisschen sich abwechseln kann, wo man sich ein bisschen ranhängen kann. Man muss das Tempo nicht durch den Schießstand durch, lassen Sie sich nicht verwirren zur Wechselzone. Mal gucken, ob es jetzt auch Kleinholz gibt. Wie bei den Männern vorhin. Ja, kurioserweise bei diversen Wechseln kam es zu Stockbrüchen. Deutschland wechselt auf 2. Hinter Schweden, vor Norwegen. Dann die Italienerinnen. Italien jetzt mit Lisa Vitozzi. Österreich mit Anna Gantler. Slowenien mit Polona Klemencic, ihrer Stärksten. Dann die Polinnen auf der 8. Die Schweiz auf der 9. Emi Baserga gibt ab an Elisa Gasparin. Und Celina Grotejan muss erstmal ein bisschen durchschnaufen. Ja, wir können schon mal sagen, Glückwunsch. Starker Auftritt von der 19-Jährigen. Nur ein Nachlader. Schnelle Schießzeit. Mit der Führungsgruppe übergeben. Besser kann man es kaum machen. Läuferisch die schnellste war Juni Arne Kleif. Hier Grotejan 12 Sekunden langsamer insgesamt auf ihren 3 Runden als die Norwegerin. Eine Beschwerde von Sigi Marseille und den Norwegern, dass der Kamerakran des österreichischen Fernsehens, hier beschwert er sich, Juni Arne Kleif behindert habe beim Schießen, dass er zu nah dran sei. Und es ist natürlich, da hinten rechts sehen Sie den Kran, den Arm. Hier ist nochmal das Bild. Das ist natürlich immer ein Kompromiss. Ja? Diese Bilder sind spektakulär, wenn es direkt über die Schulter der Athletinnen geht und man dort reinschauen kann. Aber wenn die natürlich zu nah peripher wahrgenommen werden von den Athletinnen, dann geht das natürlich nicht. Das ist eben die Frage, ob das genau hier jetzt möglicherweise passiert, wo der Kran dort hochgeht. Arndt, wie schätzt du es ein? Man kann es aus der Perspektive natürlich nicht genau erkennen, wie die Abstände sind. Also ich kann mir als Athlet, würde es mich auch nerven, wenn da irgendwas in meinem peripheren Sehfeld rumschwenkt. Das hätte mich schon auch gestört. Andererseits als Athletin muss der Fokus auf der Scheibe sein, muss ich damit zurechtkommen. Aber ich verstehe natürlich den Ärger von Sigi Marseille, der gleiche Voraussetzung für seine Athletin möchte. Klar, und der Kran steht natürlich vorne neben Bahn 1. Da stehen sowieso mehr Kameras. Die Fotografen sitzen dort und die Top-Nationen stehen oder liegen eben auch dort und schießen dort. Die sind davon mehr betroffen als die Nationen, die eben weiter links auf dem Schießstand schießen.
die Last des Erfolgs sozusagen. Hattich Walz lässt Skogan und Brorson so ein bisschen von der Leine. Ist vorbeigegangen an der Deutschen. Abfahrt nutzen und drüber, komm! Ja, Janina hat ja aktuell nicht die Topform aufgrund ihrer Erkrankung. Noch ein bisschen Rückstand, was die Form angeht. Und natürlich kann sie da jetzt auch nicht die erste Runde einfach mitlaufen. Sie muss da versuchen, ihr Tempo zu finden, über den Schießstand zu kommen. Ist natürlich keine angenehme Situation, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da nicht mitschwimmen. Hatte sich ja erst den Schuh schön bei der Qualifikation für den Weltcup, fürs Weltcup-Team der deutschen Frauen qualifiziert. Haben wir sie besucht, haben gedreht mit Erik Lesser, mit deinem Pendant, Arndt, den Film dazu. Der perfekte Biathlet gibt es in der ARD-Mediathek nach wie vor zu sehen. Eine der Protagonistinnen eben darin, Janina Hettich-Walz. Da hatte sie sich souverän qualifiziert für den Weltcup. Aber diese Erkrankung kam natürlich zur Unzeit. Wie Tozzi mit einer sehr starken Form hier. 8 Sekunden hinter der Schwedin war sie gestartet und übernimmt jetzt hier die Führung. Lisa Vitozzi war ja auch ein bisschen krank, hat die Staffel in Östersund noch ausgelassen. Jetzt lässt Vira aus und Vitozzi präsentiert sich sehr stark. Dann Anna Gandler. Und Bruno Klimicic. Das ist Lou Jean-Monod. Erkennt man so ein bisschen an der Oberkörperrotation aus der Ferne schon. Ja, Lou Jean-Monod letztes Jahr hier bei der Staffel ganz stark gelaufen. Erster Podestplatz für sie beim Sieg, quasi Startläuferin. Hat gute Erinnerung deswegen an diesen Ort, die Frau, die ja das gelbe Trikot getragen hat. So. Selina Grotian geht sich umziehen und kommt dann sicherlich zum Interview. Und da sehen wir das erste Mal hier Marion Wiesensater. Direkt wird ihr noch mal ein bisschen was erklärt. Vorhin hat Christian Mehringer sie noch mal so ein Stückchen hochgenommen, ihr so ein paar Streckenabschnitte gezeigt. Also wirklich das kalte Wasser, was du vorhin schon erwähnt hast, durch das sie gleich schwimmen muss. So, jetzt aber Konzentration, drittes Schießen. Vitozzi, wie nicht anders zu erwarten, mit einer schnellen, fehlerlosen Serie. Sie ist eine Superligenschützin. Brorson muss nachladen. Janina Hettich-Walz auch. Zweimal. Skogan ist weg. Erster Nachlader sitzt. Brorson ist durch. Aber Hettich-Walz auch. Gandler braucht einen Nachlader. Jean-Monod auch. Und Klemenčič geht es fast so wie vorhin. Jakob Fack mit 3 Fehlern schon. Jetzt ist Jean-Monod fertig, geht vorbei an Österreich. Und es blinkt noch einmal. Jetzt droht die Strafrunde für Anna Gandler. Ganz wichtiger Schuss jetzt für Österreich. Sie trifft. Markus Fischer, der deutsche Trainer der österreichischen Frauen. Ja, vorgestern, da war er so verrückt durchgedreht wie noch nie, als Anna Juppe für 2x0 schoss im Sprint, was ihr noch nie gelungen war. Konnte er sein Glück kaum fassen. Ja, und auch Gasparin da mit Problemen beim Nachladen. Dauert lange. Gefällt dir gar nicht an. Ne? Nee, das, ich kann mich auch reinfühlen. Da hat man natürlich auch Stress. Und dann hat man es jetzt gesehen, auf einmal nimmt sie die Schaftkappe raus, hat sie beim ersten Nachladevorgang nicht gemacht. Die Schaftkappe, das Ende des Gewehrs an der Schulter. Genau. Und jetzt geht sie da komplett aus dem Anschlag. Ja, muss dann nochmal mit der rechten Hand wieder reindrücken, den Anschlag. Und das kostet einfach viel Zeit. Aber Strafrunde vermieden. Das Minimalziel. Lisa Vitozzi hat auf der Strecke die italienische Staffel in Führung gebracht, hat das am Schießstand ausgebaut, führt jetzt mit 10 Sekunden nach dem Schießen vor Norwegen, vor Skogan. 10 Sekunden dahinter Mona Brorson und 4 Sekunden dahinter auf Position 4 Janina Hettich-Walz. Und die hat einen Polster von 24 Sekunden auf Lou Jean-Monod, auf die Französin. Ja, das ist die eben besagte Kamera. Mhm. Liefert natürlich tolle Bilder.
Ja, das ist die Serie von Janina Hettich-Walz. Schauen wir mal, wie gut das Nachladen bei ihr klappt. Ja, sie nimmt das Gewehr aber nicht aus der Schulter. Ne? Ja, das hat sie gut gemacht. Das Trefferbild war schon groß. Der passt gut. Da sieht man auch den Fehler links. Das ist schon ein ganzes Stück weg vom Zentrum. Der war auch links. Aber jetzt gehen wir runter. So Willi Haag und Selina Grotian. Ja, und die Selina hat hier interessiert zugeschaut. Selina, ich darf es den Zuschauern zu Hause noch mal sagen, sie sind 19 Jahre jung. Das war ihre zweite Weltcup-Staffel. Zum ersten Mal auf Startposition. Wie war es denn so? Sehr aufregend, muss ich sagen. Ich hätte mich jetzt auch selber nicht auf die 1 gesetzt. Ich war sehr aufgeregt. Dann gleich Massenstart. Ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding, aber ich habe mir gedacht, mal eine Herausforderung und mal ausprobieren, denn es kann ja nichts passieren. Und hat jetzt echt super geklappt, muss ich sagen. Also Staffeln sind immer mein Ding. Dauert es dann immer sehr gut hin und bin sehr froh, ja. Aber erklären Sie uns doch mal, wenn man so aufgeregt ist, wie macht man es dann, diese Aufregung auszublenden? Denn Sie sind mit 0,9 Sekunden Rückstand zum Wechsel gekommen als Zweite. Es schien alles prima zu laufen. Ja, also ich bin immer erst so am Abend davor noch ein bisschen aufgeregt, aber dann geht es bei mir eigentlich ziemlich schnell weg. Ich bin eine entspannte Person, liegt da meistens auch eher im Bett rum und lenkt mich ein bisschen ab und dann haut es immer ganz gut hin. Dann würde ich sagen, diesen Modus beibehalten. Dankeschön. Ich habe es ja vorher extra nicht gesagt. Janina Hettich-Walz hatte liegen noch kein einziges Mal daneben geschossen in diesem Winter. Ich wollte es nicht beschreien. Irgendwann war ja klar, dass es passieren würde. Schade, heute in der Staffel waren es dann die beiden ersten Fehler im Liegendanschlag für die Schwarzwälderin. 26 Sekunden, jetzt der Rückstand. Da hat sich nicht viel getan jetzt auf dieser Runde im Unterschied zur Zeit nach dem Schießen. 2 Sekunden. Und das sieht nach einem Jawohl-Sturz aus. Das ist die Schweizerin. Ja. Ja, das ist Elisa Gasparin und von der Strecke müsste es dann schon vor dem Schießen gewesen sein eigentlich, ne? Nachgereichte Zeitlupe. Das erklärt vielleicht auch, dass sie ein bisschen Probleme hatte beim Liegendanschlag. Da schießt es einem schon ganz schön rein vor Schreck. Ja. Und der Schwung ist weg. Man muss beschleunigen, einen anderen Anlauf. Ja, auch das sind die Dinge, die wir natürlich immer nicht alle mitkriegen. Manchmal wundert man sich über bestimmte Dinge und dann hört man hinterher im Interview oder danach, dass hier ein Stockbruch war oder da was passiert ist, was unvorhergesehen war und abseits der Kamera geschah. 32 Sekunden. Jetzt am Anstieg hat sie doch noch ein Stückchen verloren. Janina Hettich-Walz auf der ersten Hälfte der Runde nicht so viel. Ja, 8 Sekunden seit dem Schießstandausgang. Das ist, finde ich, okay. In der ersten Runde hat sie ungefähr 16 Sekunden auf Lisa Vitozzi verloren. Und jetzt wird sie nicht mehr allzu viel verlieren bis zum Stand. Das heißt, die zweite Runde war besser im Vergleich als die erste. Der Können, der finnische Trainer der italienischen Frauen, der dort jetzt schaut. Das ist eben jetzt wieder genau diese Kamera, diese Krankamera. Sie können es ja selber ahnen. Würden Sie das wahrnehmen, wenn Sie dort so halb hinter Ihrem Kopf etwas sehen, was sich bewegt, ja oder nein? Lisa Vitozzi scheint es egal zu sein. Einmal muss sie nachladen. Und zurück auf die Strecke. Bevor die anderen angefangen haben zu schießen, Skogan mit Nachladen jetzt. Bronson beginnt. Bronson schießt langsam und daneben. Zweimal hinten raus jetzt. Aber auch Janina Hettich-Walz muss mindestens ein weiteres Mal nachladen. Skorgan ist weg, Lujan Monod ist da. 2 Nachlader für Janina Hettich-Walz. Bronson ist durch. 2 Fehler von Jean Monod. Wir haben relativ viele Nachlader gebraucht. Hettich-Walz ist durch und Jean Monod braucht alle 3 Nachlader. Frankreich droht die Strafrunde und da ist sie. Lujan Monod schickt die Franzosen in die Runde. Hettich-Walz 48 Sekunden Rückstand nach vorn, 7 Sekunden hinter Mona Bronson. Anna Gantler ist durch. Und Lujan Monod betreibt zumindest Schadensbegrenzung. Eine Strafrunde, aber die tut natürlich weh. Anna Gantler, der Applaus für die Österreicherin.
Sloweni mit 3 Nachladern durchgekommen, gerade noch an der Strafrunde vorbeigeschrammt. Lisa Vitozzi trotz des Nachladers mit der schnellsten Schießzeit. 28 Sekunden hat sie mit Nachlader gebraucht, die anderen allerdings auch alle nachgeladen. Jetzt die Finnen Virolainen schneller ohne Nachlader, 24 Sekunden. Und Janina hat aktuell noch die viertschnellste Schießzeit. Das zeigt, wie viele Nachlader gerade benötigt wurden, mit 40 Sekunden. Und einige Fehler geschossen. Aber das geht natürlich wahnsinnig schnell. Bleibt fast im Anschlag stehen, es gibt überhaupt keine Auflösung. Genau, und sie hat dann auch keinen weiten Weg wieder zum Ziel hin. Bei Janina hat man gesehen, der erste war schon, Rand, ne? War schon auf dem Rand. Und gleich, auch beim nächsten Fehler, sieht man viel Bewegung auf dem Korntunnel. Der saß. Aber das Nachladen klappt gut bei ihr. Hast du viel Nachladen geübt früher, Arndt? Hast du Nachladen viel geübt früher? Ja, schon beim Training. Also auch nur 2 Schuss ins Magazin, 3 zum Nachladen. Dann hat man insgesamt 5 und damit die Scheiben abräumen. Und das hilft. Aber Erik mahnt immer an, es wird zu wenig trainiert, das Nachladen. Ja, er ist ja nur ein Schießtrainer, zumindest in Oberhof. Da kann er den Kollegen da ja mal ein bisschen auf die Füße treten, dass sie das üben. Also jeder Oberhofer, der schlecht nachlädt, der kriegt jetzt Erik einen auf den Deckel. So sieht's aus. Und eben haben wir gesehen, Marion Wiesensater, die wartet jetzt auf ihre Staffelpremiere hier. Da könnte ich mir vorstellen, da ist der Puls vielleicht sogar beim Start schon ein bisschen höher als sonst. Letztes Weltcuprennen 2022 in Ruhpolding. 7 Weltcup-Starts insgesamt. In Ruhpolding war sie mit einem Schießfehler, 63. Sprint, hat die Verfolgung verpasst. Das ist auch so ein bisschen das. Das deutet das ja schon an. Sie ist eine ganz gute Schützin auf der Strecke. Nicht so gut. Sind ja nur die 2 Kilometer heute. Mal sehen, wie frisch sie ist. Eigentlich waren es 53 Sekunden. 5 verloren. Okay, schon. Und nach vorne, genau. Mit Frequenz sonst arbeiten. Wichtig ist der Übergang da. Reinschieben, schwer machen und dann wieder pushen. Komm, drüber jetzt da, auf geht's. Jede Sekunde. Wie viel davon nimmt sie wahr? Ja, doch ein bisschen schon. Und wenn man dann wieder ein bisschen bewusster auf die Technik achtet, das hilft einem vielleicht, nicht nur an seinen eigenen Schmerzgrad zu denken. Marion Wiesensater, so, die Kopfhörer sind abgesetzt. Hat sich ja so ein bisschen abgeschottet akustisch. Es ist auch hier tatsächlich in Hochfilzen ein wahnsinnig lauter und sehr viel redender Stadionsprecher, der auch teilweise ins Schießen der Athleten quatscht. Das ist schon grenzwertig, würde ich sagen, wie viel er hier alles kommentiert. Und viele Athleten beklagen auch, dass sie dort abgelenkt werden. Ja, der zitiert auch ganz gern Schießstatistiken, während man auf dem Stand steht. Ja, das sehr laut, besonders gerne, wenn man angesprochen wird. Das kann man auch nicht trainieren, ne? Auch das gehört dazu. Das muss man dann eben über Erfahrung wegstecken, wenn man hier ein paar Mal war. Also wir haben das früher versucht zu trainieren. Engelbert Sklotz hat so ein Stadionmikro sich geholt und in Ruhpolding den Stadionsprecher gemacht tatsächlich. Und hat dann wirklich gesagt, oh, jetzt kommt er und so. Und hat er es so gemacht, wie es der Kollege Karl-Heinz Kahrs macht vom Bayerischen Rundfunk, der da sonst der Stadionsprecher ist, der ja doch auch sehr launig und laut ist. Aber der sich beim Schießen immer zurückhält, muss genau. Man fairerweise sagen. Ja, der ist natürlich unerreicht. Und wir haben eine Information unten gekriegt von Daniel Böhm von der IBU, dass es eine Ansage gab an den Kameramann dort am Schießstand, dass dort ein bisschen mehr Abstand gehalten werden soll. Daniel Böhm ja auch ehemaliger Biathlet und Kollege und Freund von dir aus dem Harz. Ja, die Harzer unterwandern den internationalen Biathlonsport. Na, bleib bloß du bei uns. Ja. Ja, also nicht, dass du jetzt auf dumme Gedanken kommst und bei der IBU anfängst. Ach so, nein. Verband. So, Italien vor Norwegen. 30 Sekunden ist der Abstand jetzt geworden. 28 waren das nach dem Schießstand. Also Lisa Vitozzi hat da ein bisschen was gut gemacht. Jetzt kommt die Schwedin. Jetzt kommt Mona Brorsson und schickt Hanna Öberg auf die Reise. 46 Sekunden dahinter. Auch mit einer guten Form. Mona Brorsson. Und bei den Italienerinnen ist natürlich jetzt der Moment für
Marion Wiesensater gekommen. Bei den Italienerinnen ist natürlich mit Beatrice Trabucchi auch die Schwachstelle jetzt auf der 3 sozusagen. Also die schwächste Läuferin auf jeden Fall. Raus dann Rebecca Passler. Da wird sich zeigen, ob sie das halten können oder nicht. Vermute eher nicht. Caroline Knotten und Hanna Öberg für Norwegen und Schweden jetzt auf der Jagd nach Trabucchi. Keine leichte Aufgabe für Marion Wiesensater, weil sie natürlich starke Läuferin auf der dritten Position hat. Da hat jetzt Anna Juppe direkt hinter sich. Hier wird die kleine Lücke schließen auf die Deutsche und dann wird das gleiche wie auf der ersten Runde mit Sinja Grotian. Bleibt man dran, kann man dran bleiben. Janina Hettich-Walz hat insgesamt auf der Strecke 37 Sekunden verloren auf Lisa Vitozzi auf ihren 3 Runden. Ja, sie wird nicht ganz zufrieden sein mit 4 Nachladern insgesamt. Das wird sie wahrscheinlich mehr stören als die Laufzeit, denn es weiß sie, dass das natürlich eigentlich ihre Stärke ist, dort am Schießstand zu treffen. So, Beatrice Trabucchi vorne. Hat das große Kunststück verbracht, gestern im Verfolgungsrennen 4x0 zu schießen. Hat sich dadurch von 45 auf 30 verbessert. Das ist eben schon das Zeichen, das ist ihre Stärke. So, und hier ist es passiert. Juppe ist vorgelaufen vor Wiesensater und jetzt muss sie gucken, ob sie dort eben dran bleibt oder nicht. Es ist ein bisschen wie auf der ersten Runde Grotian eben, als sie hinter Arnekleif lief. Genau, und Anna Juppe ist auch ganz gut unterwegs aktuell, auch eben weit im 1-1 gelaufen. Er hat mit Platz 13 im Sprint das beste Ergebnis ihrer Biathlon-Karriere geschafft vor 2 Tagen, Anna Juppe. Und Hanna Öberg hat schon 12 Sekunden aufgeholt. Die wollen nach vorne. Ja, doch Knotten hat 8 aufgeholt. Oh, habe ich mich ver... Achso, ich dachte schon. Ja, jetzt richtig Basto, optimal. Atmung und Schulter locker los, genau. Und am Schießstand konsequent, gell? Das passt optimal noch. Heute Morgen um 8:30 hat Christian Mehringer sie angerufen und ihr gesagt, du musst laufen, Sophia Schneider kann nicht. Gestern Abend gab es schon mal eine Vorwarnung. Sie war in Ruppolding, hat dort trainiert mit Rudi Schöllmann vom Zoll, um sich hier vorzubereiten auf den Deutschlandpokal in der kommenden Woche in Oberwiesenthal, Marin Wiesensater. Und dann kam der andere, sie hat sich gefreut. Sie ist halt dann mit dem Auto hier rüber gefahren, knappe Stunde aus Ruppolding. Und jetzt steht sie hier zurück im Weltcup. 28 Jahre alt, Marin Wiesensater. Kennen Sie vielleicht noch als Deigentesch, liebe Zuschauer. Hat geheiratet vor ein paar Jahren. Ihre ersten Weltcuprennen hat sie noch als Marion Deigentesch bestritten. Ende November gab es die Qualifikation für die IBU-Cup-Mannschaft in Martell. Da hat sie den 2. Nachrückerplatz nur erreicht. War auch sehr traurig, hat dort ein bisschen geweint im Zielraum, als ihr klar war, okay, sie ist nicht dabei im IBU-Cup, muss sich über den Deutschlandpokal dann wieder hocharbeiten. Ja, in Martell waren die Juniorinnen und auch teilweise Mädels aus der Jugend deutlich stärker als die Frauen der IBU-Cup-Mannschaft und haben sich da durchgesetzt. Ja, das ist Leistungssport, das ist hier und da gnadenlos. So, jetzt ist Beatrice Trabucchi beim ersten Schießen. Das ist eine gute Schütze. Auf der Strecke nicht die schnellste, aber hat eine 87% Trefferquote, sowohl liegend als auch stehend. Das ist nicht Weltspitze, aber das ist schon sehr hohes Niveau. Knotten liegt neben mir. Aber sie bleibt erstmal vorn. Knotten, Fehler zum Auftakt. Daneben Hanna Öberg. Ja.
Nachlader für die Norwegerin. Einen Nachlader braucht auch Hanna Öberg. Und jetzt kommen Österreich und Deutschland. Juppe und Wiesensater. Korrigiert, nimmt zwei Rasten bei rechts. Gar kein Wind mehr im Schießstand. Jetzt war vorhin leichter Wind von links, hast du gesagt. Perfektes Schießen von beiden, von Juppe und von Wiesensater, und sie bleiben zusammen. Und das ist natürlich auch gut für Marion Wiesensater, dass sie nicht alleine laufen muss auf der Runde. Sie geht jetzt sogar vor der Österreicherin raus. Vermutlich wird die Österreicherin wieder an ihr vorbeilaufen. Jetzt war es wirklich laut im Stadion. Ja, die Österreicherin jetzt, wir sehen es hier aus dem Fenster, schon wieder vorbei an der Deutschen. Aber die nimmt gleich Fahrt auf und versucht sich wieder in den Windschatten zu hängen. Und Justine Brissas-Boucher, die Französin, versucht, dass da der Abstand nicht zu groß wird für die Französin. Die wollen natürlich auch aufs Podest, ist ja klar. Da kommt hinten raus dann noch Julia Simon, die Gesamtweltcup-führende Gewinnerin des letzten Jahres. Marion Wiesensater aktuell mit der schnellsten Schießzeit bei diesem Durchgang mit 28 Sekunden. Hat sie sehr gut gemacht. Sie aber auch, Trabucchi, für Italien, die weiterhin in Führung bleiben. Beide Augen offen, keine Augenklappe. Und Sverre Olsby-Reuseland kann gute Nachrichten an die Strecke funken. Und das wird sicherlich auch Janina Hettich-Walz alles wahrgenommen haben. Die ist jetzt unten bei Willi Haag. Ja, Janina hat interessiert zugeschaut. Wenn man abends angerufen wird oder morgens und einem gesagt wird, komm mal schnell rüber zum Weltcup und dann so holter die Polter, können Sie sich reinversetzen in Marion? Ich hatte so eine Situation tatsächlich noch nicht, jedenfalls nicht so krass wie bei ihr. Ja, manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ins kalte Wasser geworfen wird. Sie haben Deutschland auf 4 übergeben, haben aber auch 4 Fehler geschossen. Kann man die irgendwie schon analysieren, erklären? Liegend weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mich da relativ sicher gefühlt habe. Stehend habe ich dann schon ganz schön gewackelt. Ja, und auf der Strecke geht dieses Wochenende nicht viel. Da, ja, der, auch wenn es nur ein kleiner Infekt war, hat er mich doch ganz schön zurückgeworfen. Dann würde ich sagen, gute Erholung und beim nächsten Weltcup mit neuer Kraft. Dankeschön, Janina. Ja, wirkt schon ganz schön deprimiert, ne? Und niedergeschlagen hier, natürlich, weil das kann man doch auch verstehen. Wirst du krank in der Saison, ist immer blöde, ne? Ja, vor allem, wenn die Laufform so weg ist. Aber ich finde, sie hat es dafür heute auf der Strecke noch gut gelöst. Also es sind keine Riesenrückstände entstanden. Konstant verteilt, gut eingeteilt. Knotten und Öberg machen Druck jetzt. 9 Sekunden, 16 nur noch. 16 und 27 waren das nach dem Schießen. Also die fliegen jetzt ran an die Italienerin. Und die muss aufpassen natürlich, dass sie sich dort auch nicht hetzen und verleiten lässt. Unter Druck gesetzt fühlt. Und Marion Wiesensater, die bleibt wieder dran an Anna Juppe. Ich würde mir ja die Brille putzen, aber ich habe keine. Das muss so sein, Arndt, oder? Ja, brauche ich eine? Vielleicht. Nee, brauchst du nicht. Die macht das wirklich gut. Nutzt die Gelegenheit, mitzulaufen. Wenn ein Tempo geht, sonst dann mal vorbei, wenn es gut geht, okay, optimal. Konsequent schießt du wieder stehen, sauber Rhythmus, sonst geh mal vorbei. Okay? Sauber auf Zug, jetzt sonst noch geh vorbei. Mal vorbei. Es wird ja immer verrückter hier. Und schau mal, auch wie nah sie hinten reinläuft. Also, Selina Grotian, die guckt auch ganz genau hin. Kann das denn wahr sein? WM-Medaillen gewonnen. Nach dem Schießen hatten sie 52 Sekunden, sind sogar ein bisschen näher rangekommen. Nach ganz vorne natürlich. An Trabucchi allerdings, muss man sagen, im Verhältnis dazu, die Italienerin vorne. Sicherlich der Maßstab dann eher dahinter. Hanna Öberg und Caroline Knotten. Öberg auch fast schon dran an der Norwegerin. Jetzt geht es hier im Prinzip wie beim Ski Alpin. Einfach nur Vollgas runter in die Tunnel. Ich weiß nicht, ob es leichter so Anstieg bei Pien so leicht ist. Nur ein bisschen geradeaus runterrutschen. Also die Skier ein bisschen breiter, ne? So, da kommen sie. Marion Wiesensater, da geht sie sogar vorbei. Es sieht fast so aus. Sie ist zumindest neben der Österreicherin. Ja, sie geht vorbei.
So, jetzt gucke ich mal durch die Scheibe hier rüber zu den österreichischen Kollegen. Ja, die gucken auch zurück und können es nicht verstehen. Christoph Suhmann sitzt da, dein ehemaliger Konkurrent, gibt mir verbal oder optisch eine Backpfeife hier durch die Fensterscheibe. Also das ist hier so ein kleines Ding, was wir am Laufen haben, die ganze Woche schon. Die Kollegen vom ORF neben uns und wir. Trabucki, Öberg und Knoppen. Und die Athletin, die jetzt aussteigen muss. Fehler Öberg. Hat ja in der ersten Staffel stehend eine Strafrunde geschossen und dadurch die Norwegerin vorbeigelassen. Knotten ist durch, schnell, auch Trabucki. Und Öberg. Für den Fokus von Trabucki. Jetzt sind die anderen beiden da, stehen neben ihr. Ah, viel Bewegung auf der Waffe, kippt er auch leicht nach. Oh. Chance genutzt, da war sie hellwach. Chance genutzt, in dem Moment ist sie weg. Ganz ruhig bleiben. Gutes Nachladen von Wiesensater. Joppe muss zweimal nachladen. Sie macht ihn! Sie macht ihn! Sie geht als Vierte raus. Jetzt muss sie alleine laufen. Na, möglicherweise mit Justine Bresas-Boucher. Die ist natürlich eine Überläuferin. Die wird sie gleich einholen. Und da wird sie wahrscheinlich auch nicht dranbleiben können hinter der laufstarken Französin. Aber zumindest hat sie wieder eine Lokomotive. Jemand, an dem sie sich orientieren kann. 4 Sekunden. Luft hat sie auf die Französin. Die werden schnell verschwunden sein. Justine Bresas-Boucher ist eine der schnellsten Läuferinnen im Feld. Und Joppe hat 3 Nachlader gebraucht. So schnell kann es eben auch gehen. Und deswegen nochmal Respekt für Marion Wiesensaters Leistung. Eben gerade die beiden nebeneinander laufend und jetzt über 30 Sekunden, 37 Sekunden der Abstand zwischen Wiesensater und Juppe. Es hätte auch rumgelaufen können, ist es aber nicht. Gut für uns. Was für Schießeinlagen von der Deutschen. Und wie beherzt sie auch diese beiden Runden gelaufen ist. Ganz stark. Jetzt wird gleich Justine Bresas-Boucher vorbeiflügen. Die war in der Vorrunde 20 Sekunden schneller auf der 2 Kilometer Runde. Aber vielleicht kann sie ja ein paar Meter mitlaufen, ein bisschen diesen Zug aufnehmen. Ja, der Fehler. Tief. Hat die Nachlader auch nah. Kneift das linke Auge so ein bisschen zusammen. Und dann kommt da auch die Sonne von da links rein. Ne? Rechts Schatten, links Sonne. Janina Hettich-Walz, jawohl. So, vor Norwegen mit Caroline Knotten, die übergibt dann an Ingrid Landmark-Tandrevold als Schlussläuferin. Die Frau im gelben Trikot, die beste Biathletin dieses Winters bis jetzt. Dann kommt Trabucchi, die Italienerin. Da wird Rebecca Passler als Schlussläuferin laufen. Danach Hanna Öberg, die übergibt dann ihre Schwester an Elvira Öberg, die ja hier Zweite und Erste war in Sprint und Verfolgung, also in einer super Form ist. Das sind dann schon ein paar Pfunde, die da kommen. Und Julia Simon, die hat auch gesagt, naja, das Verfolgungsrennen gestern, das war das beste Rennen bisher von mir in dieser Karriere, in dieser Saison. Die für die Französinnen kommen, mit denen muss sich dann Vanessa Vogt auseinandersetzen, die deutsche Schlussläuferin. Und da sehen wir. Ist schon vorbei, Justine Bresas-Boucher. Dahinter die Deutsche. Im August
die Teilgerin in die Sommerweltmeisterschaft in Osrebrück. Zum Gold und eine Bronzemedaille gewonnen. Der wieder ab und Schulterding. Perfekt unterwegs. Jetzt mit Abstand die schnellste Läuferin. Das geht auf Italien. Ja, das sind nur 35, die haben wichtig. Komm, auf geht's, dann nochmal drüber marschieren jetzt, komm. Genau, so ist das eben dann auch nochmal der Hinweis, zu sagen, okay, lass dich nicht demoralisieren von Justine Bresas-Boucher. Die kann kaum einer halten hier im Feld. Das ist eine der allerbesten. Guck auf die Italienerin, ja, dass da irgendwo was geht. Denn das ist dann auch möglicherweise Rebecca Fassler, die Vanessa Vogt am ehesten noch einholen kann. Muss man schauen, ob das Podest noch aufgeht oder ob Norwegen, Schweden und Frankreich das Ding unter sich ausmachen. Und Trabucki hat da natürlich ordentlich verloren, jetzt auf Position 3. Aber da natürlich auch ein klasse Rennen gemacht, vor allem am Schießstand. Für Italien kommt an die Reihe Rebecca Fassler. Für Norwegen kommt an die Reihe Ingrid Lundmark van der Wol. Siegerin hier in Hofwitzla diese Wochenende. Norwegen wechselt als erstes. Caroline Knotten auf Ingrid Landmark Tandrevold. Sekunden dahinter Elvira Öberg für Schweden. Da hat Hanna Öberg ein bisschen aufgeholt. Knapp 5 Sekunden war sie schneller als Caroline Knotten. Vanessa Vogt wartet und schaut. Okay, 34 Sekunden, 14 Sekunden Rückstand für Rebecca Passa nach vorn. Aber für die Italienerin muss der Blick nach hinten gehen. Für die wäre Platz 3 in diesem Fall auch ohne Dorothea Vira natürlich das höchste der Gefühle. Denn Frankreich kommt mit Julia Simon. Und dann Deutschland. Und dafür gebührt ihr mit Vanessa Vogt. Da kommt sie, Marion Wiesensater. Respekt für diesen Auftritt. Aus der Vorbereitung auf den Deutschlandpokal, zack in den Weltcup. Hat sie gut gemacht. Dieser Hauser wartet auf Anna Juppe. Die Weltmeisterin mit einem Lacher, Lisa Hauser. Marion hat 16 Sekunden verloren auf der Schlussrunde auf Hanna Öbeck und ich würde sagen, das ist noch im Rahmen. Die Gruppe wirkt müde, abgekämpft, hier auf dem Weg in die Wechselzone. ,36, da ist schon ein ganz schön großes Loch nach vorn. Ja, ich frage mich auch gerade, ja, stark drauf, sind das die beiden zusammen? Sind die schon so zusammengelaufen? Ist Elvira Öberg schon 20 Sekunden rangelaufen? Überrundung. Es muss eine Überrundung sein. Da vorne eben da Omega. Ein bisschen die Augen zusammengekniffen. Wo ist Elvira Öberg? Ja, da steigt sie aus, die Überrundete. Also das wäre nach menschlichem Ermessen nicht möglich, auf der halben Runde 20 Sekunden aufzuholen. Wie gestern gesagt hat, na, hoffentlich behalte ich das gelbe Trikot länger als meine Fingernägel gelb bleiben. Die hatte sie sich mit gelb lackiert, war aber schon ganz schön abgeblättert. Heute natürlich nicht im Gelben, denn es ist ein Mannschaftswettbewerb. Und da oben wartet die nächste Überrundung. Elvira Öberg, Siegerin in der Verfolgung von gestern. Ja, Abstand fast genau gleich geblieben. 3/10 rangekommen. Elvira Öberg ist ja auch eine Kandidatin für den Gesamtweltcup. Letzte Saison war es auch schon. Da war sie krank in Ruhpolding. Nicht fit zur WM. Dann war der Gesamtweltcup futsch. Dann hatte sie Long-Covid-Symptome. Auszeit bis Ende April. Aber jetzt ist sie wieder da. Und da sehen Sie auch schon, liebe Zuschauer, den Unterschied in der Dynamik. Ja, Rebecca Passler im Vergleich zu Tandrevold und Öberg vorher.
10 Sekunden verloren auf die beiden. Und dahinter Julia Simon wiederum 10 Sekunden gewonnen auf sie. Dann kommt Vanessa Vogt. Abstand nach vorn, fast gleich geblieben, hat 2 Sekunden verloren. Genau, wieder Zug aufnehmen, sehr guter Start. Gestern nur 10 auf Frankreich und 20 auf Italien. Das ist Rang 3, super. Und wieder drüber marschieren, auf geht's. Ich war gestern relativ unzufrieden nach der Verfolgung Vanessa Vogt. Vor allem wegen der langen Schießzeiten, aber nicht nur. Ich fand aber klar, die langen Schießzeiten sind ein Thema. Insgesamt, es war gestern kaum was möglich nach vorne, denn vorne war das Niveau einfach sehr hoch. Und hier, das sind natürlich die schönsten Momente für Marion Wiesensater. Jetzt hat sie es hinter sich, aber sie war auch sehr positiv vorher. Also sie hat sich hier zwar dann mit den Kopfhörern abgeschottet, aber ansonsten ganz offen und aufmerksam alles aufgesogen, aufgenommen und das kalte Wasser erfolgreich durchschwommen. Ja, sie kann sehr zufrieden sein und wird natürlich auch erleichtert sein, die Aufgabe gut gemeistert zu haben. Rebecca Passler fast schon eingeholt von Julia Simon auf der Strecke. Während Ingrid Langmark-Tandrevold zum Schießen kommt. Die Liegenschießen ist sie eine Bank. Ja, tief. Großes Bild. Nicht das beste Trefferbild, aber erfolgreich. Und darauf kommt es an. Elvira Öberg hat das Schießen umgestellt. Hatte eigentlich im Sommer trainiert, mit nur einem Zwischenart, mal zwischen den Schuss in den Weltcup zu gehen. Hat das in Östersund probiert. Hat nicht so gut geklappt. Jetzt hat sie es hier umgestellt, auch wegen der etwas mittleren Höhenlage. Und atmet wieder zweimal zwischen. Schauen Sie unten auf den Brustkorb, wenn er sich hebt zwischen den Schüssen jeweils. Will das ab jetzt so ein bisschen von Woche zu Woche entscheiden. Der letzte geht daneben. Mich wundert, dass sie da eine feste Regel hat. Also ich habe das immer ganz variabel gemacht. Mal einmal atmen, mal zweimal, je nach Bedarf. Ja, sie hat es immer mit zwei Zwischenatmern gemacht und jetzt wollte sie es mal mit einem probieren. Hat noch nicht so gut geklappt. Passler mit einem Fehler. Simon mit 4 Treffern. Passler mit 2 Fehlern. Simon mit 5 Treffern. Jetzt hat aber Italien die Tür aufgemacht für Vanessa Vogt. Also einen Fuß in der Tür hat sie drin, Vanessa Vogt. Jetzt muss sie sie nur noch aufschieben. Dann kann sich Deutschland verbessern auf Platz 4. Ja. Noch ist es nicht so weit, aber sie bleibt dran an der Italienerin. Und sie ist die stärkere Läuferin im Vergleich zu Rebecca Passler. Julia Simon 22,7 Sekunden. Wahnsinns-Schießzeit von der Französin Vanessa Vogt, aber mit 24,3 Sekunden eben auch zufrieden. Und das ist ja schön, wenn sie gestern das Thema hatte. Heute sagt, ich möchte heute schnell schießen. Jawohl, da ist die Anfeuerung. Und dann setzt sie es um und da ist sie schon auf Tuchfühlung mit der Italienerin im Auslauf des Stadions hier. Da haben wir Lisa-Theresa Hauser. Die Hochfilzner bewerben sich ja für die Austragung der Biathlon-WM. Wurde vorgestern hier groß vorgestellt im Jahr 2028. Das wäre dann die 50 Jahre Jubiläums-WM. 1978 die erste WM hier in Saalfelden um die Ecke. Das trifft sie. Aber der Abstand zwischen 5 und 6, der ist schon recht groß inzwischen. 50 Sekunden Vorsprung hat Vanessa Vogt vor Lisa-Theresa Hauser. Ingrid Landmark-Tandrevold. Liegen ist sie in der Bank, aber stehend mal so bei der WM in Oberhof. Stehend Anschlag, Ingrid Landmark-Tandrevold, 3 Strafrunden geschossen und die Norwegerin wurden als Mitfavoritinnen nur 6. Da allerdings nicht als Schlussläuferin, sondern auf der 2 laufend. Sie ist natürlich jetzt nach Marte Olsby-Reuseland dauerhaft die Schlussläuferin in der norwegischen Staffel. Früher war sie es auch mal ab und zu, aber das wurde eigentlich immer nur getestet für den Fall, dass sie bei der WM dort laufen müsste. Jetzt wird sie es dauerhaft sein. Da sieht man die Nachlader hinten an der Schaftbacke. Ist ein bisschen weiterer Weg. Viele Deutschen haben das direkt in der Nähe vom Patronenlager. Das ist etwas praktischer. Das kann man sich selber aussuchen. Da werden einfach
6 Löcher gebohrt, reingedrückt, so ungefähr. So ungefähr, ja. Da ist noch eine Feder und eine Kugel, dass es nicht einfach rausfällt, aber im Prinzip ja. Zum Glück bist du kein Schaftbauer. Mensch, das war doch jetzt nur verkürzt dargestellt, Arndt. Sei doch nicht so streng, bitte. Es ist Sonntagnachmittag. Und jetzt hören wir Marion Wiesensater bei Willi. Ja, und ich möchte ganz herzlich gratulieren zu einem Rennen der Marke Unverhofft kommt oft. Wann haben Sie denn erfahren, dass Sie heute laufen? Ja, also ich muss sagen, der Mehringer Christian, der hat mich gestern Abend schon mal so vorgewarnt, so, es könnte sein, aber eigentlich schaut alles gut aus. Und ich mir dachte, naja, eher nicht. Und dann heute, glaube ich, eigentlich nachdem ich aufgestanden bin, habe ich dann mein Handy angemacht und dann hat der Griegler wie 15 Minuten nachher angerufen, ja Marion, du musst jetzt los. Dann bin ich erst zu meinen Eltern runtergegangen, weil gestern ist auch noch mein Auto kaputt gegangen. Dann habe ich gefragt, wie so ein kleines Kind, ob ich jetzt fahren kann. Was geht da an einem Hinterkopf ab, von dem Zeitpunkt an, als Sie es erfahren haben, bis zum Start? Also ganz am Anfang habe ich gar nicht so viel nachdenken können, weil ich habe erst so meine Tasche packen müssen. Und dann war ich schon aufgeregt, dann habe ich nur ein bisschen Yoga zu Hause gemacht, um mich ein bisschen runterzuholen. Und dann habe ich mich einfach nur gefreut, die Mädels mal wieder zu sehen, weil die habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ja, dann einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Und nach so einem Rennen kann man sich doch daran gewöhnen, hier zu bleiben, oder? Ja, auf alle Fälle. Aber bei mir geht es erst wieder zurück an den Deutschlandpokal und dann mal schauen, wie es weitergeht. Vielen Dank für diese Leistung. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Arndt und ich hatten hier gerade einen kleinen Zusammenbruch vor Lachen. Also mit dem geliehenen Auto der Eltern hier anreisen. Herrlich und eine Runde Yoga. Es ist ja unfassbar, die Geschichte. Ich krieg's nicht mehr zusammen hier. Wahnsinn. Naja. Ja, ist doch schön, ja. Gut, dass die Eltern da waren. Alles wunderbar. Was hätten wir sonst gemacht? Die Busverbindung ist nicht so gut nach Hochfilz. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich fürchte auch. Naja, Auto ist Auto. Egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse, oder? Jo. So, kommen wir wieder zurück zum Rennen vielleicht. Ja, Vanessa Vogt ist schon an Rebecca Passler vorbeigegangen, habe ich eben beobachtet. Abstände vorne bleiben ungefähr gleich zwischen Tandrevold, Öberg und Simon. Vanessa Vogt an der letzten Zwischenzeit quasi 3 Sekunden vor Rebecca Passler. Und 22 Sekunden hinter Julia Simon. Ingrid Landmark-Tandrevold kann den Deckel drauf machen für Norwegen. Den Nachlader kann sie sich leisten. Jetzt kommt Öberg an den Schießstand gelaufen. Da hinten. Jawohl, sie ist weg. Sie kann es nicht ganz so spektakulär machen wie Vettel, Sørensen, Christiansen vorhin bei den Männern. Der hat sich verbeugt Richtung Sigimar See, dem Trainer, und ihm zum Geburtstag gratuliert mit dem Sieg. Aber das wird reichen für den Sieg von Norwegen hier. Doppelsieg also, Männer und Frauen. Sie haben die Woche dominiert hier in Hochfilzen. Elvira Öberg mit fehlerlosem Schießen. Also der eine Nachlader, der war es. Ein mehr hätte sie sich nicht leisten dürfen. Julia Simon muss nachladen, Vanessa Vogt kommt. 2 Nachlader für Julia Simon. Und direkt dahinter steht Vanessa Vogt. 28 Sekunden der Rückstand von Öberg auf Tandrevold. Eine Nachlader noch für Simon. Sie trifft, sie ist weg. Vogt beginnt mit einem Fehler, während Passler 4-mal trifft, 5-mal trifft und Vanessa Vogt kämpft jetzt um Platz 4. Denn jetzt läuft die Zeit gegen sie. Passler ist raus und die Uhr läuft. Sie trifft, aber das hat lange gedauert. Das hat natürlich sehr lange gedauert. Ob sie die Kraft hat, noch einmal den Rückstand aufzuholen auf Rebecca Passler. Er ist groß. Ja, fast 20 Sekunden, nicht ganz. Ja, doch, das sind 20 Sekunden. Das sind 20 Sekunden, die sie hat. Das wird sehr, sehr schwer. Eigentlich nur zu schaffen, wenn Rebecca Passler Probleme bekommt. Und das wünschen wir ihr natürlich nicht, der Italienerin. Lisa Hauser. 2 Fehler zum Auftakt. Muss 2-mal nachladen.
Jetzt trifft sie. Aber die Abstände sind groß auf der Schlussrunde. Insgesamt sind es große Abstände. Ingrid Landmark-Tandrevold hat 28 Sekunden Vorsprung vor Elvira Öberg. Die wiederum hat 28 Sekunden Vorsprung vor Julia Simon. Die hat zwar nur 10 Sekunden Vorsprung vor Rebecca Passler, ist aber natürlich läuferisch überlegen. Rebecca Passler wiederum hat 20 Sekunden Vorsprung vor Vanessa Vogt. Also die Abstände, sie sind groß. Veränderungen mehr geben auf den entscheidenden Plätzen. Lisa Hauser 50 Sekunden hinter Vogt, hat dann selbst aber wiederum 26 Sekunden Vorsprung vor Tschechien. Die kämpfen mit den Schweizerinnen um Platz 7. Das ist dann wiederum ein enges Duell. Vanessa Vogt im liegenden Anschlag hat es gut geklappt. Im stehenden Anschlag jetzt war es dann doch nicht so ideal. Und da musste sie die Italienerin ziehen lassen im Kampf um Platz 4. Sekunden, der Abstand sogar gewachsen, auch der von Julia Simon auf Ingrid Landmark-Tandrevold. Aber da wird jetzt nicht mehr auf Angriff, nicht mehr auf Zug gelaufen. Es geht ja weiter in der kommenden Woche in Lenzerheide in der Schweiz, wo ja in einem Jahr die Weltmeisterschaften stattfinden werden. Also Generalprobe sozusagen. Dann gibt es zwischen den Jahren am 28. Dezember Biathlon auf Schalke mit Ingrid Landmark-Tandrevold übrigens, der Führenden hier, Vanessa Vogt. Jetzt natürlich gucken wir noch mal, geht da noch was nach vorne auf Italien? Ja, ja, 12 Sekunden, 20 waren es, also fast die Hälfte hat sie geschafft. Jawohl, sehr gut, du hast schon 9 Sekunden gut gemacht zu der, jetzt bist du die Hälfte. Die holst du noch jetzt, auf geht's, nur mal Gas geben, oben drüber und in die Abfahrt rein, hopp, geht schon. Nun, jetzt kommt der Anstieg, also wenn sie das durchziehen kann, Vanessa Vogt, dann kann sie tatsächlich Rebecca Passler noch abfangen auf dem Anstieg. Und Ingrid Landmark-Tandrevold gewinnt nach Platz 1 im Sprint und Platz 3 in der Verfolgung. Wieder Platz 1 mit der Staffel. Also genau das gleiche Ergebnis wie Tarje Bø. Der war auch Erster, Dritter und Erster. Glückwunsch an Norwegen. Wir können das hier als eine kleine Enklave nehmen, Hochfilzen. Heute Morgen um 7 gab es Happy Birthday to You über die Lautsprecheranlage im Hotel, wo sie seit Jahren wohnen, vom Hotelchef für Sigi Masé, den Trainer. Waren sie alle ein bisschen früher wach, als sie dachten, aber es hat nicht geschadet. Wir haben beide Rennen dominiert, sowohl die Männer- als auch die Frauenstaffel. Und die Schwedinnen auf Platz 2, genau wie beim Auftakt in Östersund, Norwegen vor Schweden. Aber was ist draußen los auf der Strecke? Wie nah kann Vanessa Vogt noch kommen auf Rebecca Passler? Julia Simon für Frankreich. Platz 3 diesmal für die Französinnen. Die waren Fünfte. Und da hinten um die Ecke, wer kam da? Kam da Vanessa Vogt? Oder kam da Rebecca Passler? Gegens Licht war es nicht zu erkennen. Nein, es ist die Italienerin. Sie hat es dann eben doch verteidigt. Italien also auf der 4, die Weltmeisterinnen mit einem 4. Platz. Und Deutschland kommt als 5. ins Ziel. Das ist so ein bisschen das, was diese Mannschaft imstande ist zu leisten. Platz 4 hätte es ruhig sein können. Vielleicht Janina Hettich-Walz, Vanessa Vogt mit den Nachladern. Da hätte man noch ein bisschen was sparen können. Aber vor allen Dingen Marin Wiesensater und Selina Grotian, die Junge und die Nachrückerin, die haben es wirklich gut gemacht. Und zur nächsten Staffel in Oberhof im Januar, da werden wir wahrscheinlich eine andere deutsche Mannschaft sehen, was das Personal angeht. Dann kommt Österreich mit Lisa Hauser.
Als Schlussläuferin Tamara Steiner, Anna Gantler, Anna Juppe und Lisa Hauser. Hier vor Heimpublikum laufen sie auf den 6. Platz. So, und dahinter kommt Lena Hecki-Groß um die Ecke, die Schweizerin, die ja hier so großartige Ergebnisse hatte in Sprint und Verfolgung mit Platz 4 und Platz 2. Die Schweiz auf Platz 7. Dann das Quartett aus Tschechien mit der Schlussläuferin Jessica Jislova. Mit 2 Strafrunden die Tschechien in Frankreich. Mit einer Strafrunde oder trotz einer Strafrunde auf Platz 3 aufs Podest gelaufen.